Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ich hab Hunger. Achso, halt, wir wollten ja in die andere Richtung. So, kann ich jetzt da durchschwimmen? Oh mein Gott, mit dem Kopf durch war ein Tisch. Ja, das Holz ist aus biologischem Anbau. So. Ja, wäre eigentlich schon geil, wenn wir so einen Steg hätten, ne? Ich meine, wann mache ich mir schon die Mühe und laufe halt den gesamten Weg durch? Ist natürlich schon eine andere Frage, aber cool, so optisch gesehen wäre es trotzdem. Ich muss sowieso mal diese Gleisanlage da wieder anbauen. Die Frage ist halt. Siehst du, ich weiß es gar nicht mehr, haben wir dieses Gleis im Let's Play gemacht oder hatte ich das privat gemacht? Das andere Gleis hatte ich privat gemacht, ne? Das habe ich gar nicht im Let's Play gemacht. Oder? Boah, ey. Das ist eine echt gute Frage. Ich glaube, ich hatte das privat gemacht. Da bin ich mir zu 0,3% sicher. Momo. 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 Okay. Mal hier keine Geister rufen. Hier könnten wir die alle Bäume abbauen, Alter. Da hätten wir massig Holz. Und ich mache mir jetzt so eine scheiß Mühe mit den ganzen Dschungelbäumen. Und dabei wächst hier alles direkt vor meiner Nase. Okay, let's go. So, die Pfeiler steht schon da. Das Replacement-Tool haben wir dabei. Dann können wir also schön diese Bäume platzieren. Passt doch. Das heißt, wir werden jetzt in nächster Zeit erstmal da nur also hier die Bäume anpflanzen. Ja, alle Saplings weggelassen, zu Hause gelassen, sehr geil. Ah ne, die habe ich in meiner Tasche, oder? Keine Ahnung. Ist ja auch völlig egal. So, wir sind da. Dauert ja gar nicht so lange, gell? So. Du da rein. Ihr kommt auch erstmal alle hier rein. Das wird alles später erst gemacht. Was wir erstmal brauchen, ist das Ding hier. So, und hier brauchen wir jetzt erstmal. Bob. Oh, oder wir bauen erstmal ein paar Bäume ab. Auch eine gute Idee. Oh, ich sehe was Gutes gewachsen. Komm her. Ja, okay, die Bäume tun sich echt gegenseitig weh. Ach, scheiße, was dann? Ich hasse dich. Ja, so also zu nah kann ich die Bäume echt nicht stehen lassen. Das funktioniert leider nicht. Hier auch, da ist auch wieder eine Lücke zwischen. Das erklärt einiges. So, das heißt, Dschungelbäume pflanze ich jetzt erstmal nicht an. Wenn wir Dschungelholz brauchen, wie gesagt, dann haben wir massig Bäume. Sondern ich werde mich jetzt erstmal auf Pineapples konzentrieren. Schon wieder Pineapple. Hier diese, links der Monster da. Wer ist denn die? Kiefernbaum. Nein. Espernbaum. Espern ist das richtig? Nein, ist doch Kiefernholz. Ist das Kiefern oder was? Ja doch, ist Kiefern. Kiefernbaum. Das brauchen wir jetzt erstmal als allerwichtigstes. Das heißt doch das hier. So, das heißt, da einer hin.
Da einer hin. Da einer hin. Und das war's. Ach, guck mal, wir haben sogar noch Setzlinge. Sehr cool. So. Dann da und da. Dafür kommst du weg. Und hier kommst du nach da. Und dafür kommt hier noch einer hin. So. Und hier noch einer hin. Ja, passt so. So. Doink. Okay. Wir haben jetzt ein bisschen Kiefernholz. Wir bekommen hoffentlich auch noch mehr. Und mit dem machen wir jetzt erstmal. Ja, sollte reichen. Bam, genau 99. Lol. So, erstmal hier unten. Grundmauer. So, dann brauchen wir erstmal ein bisschen Zuckersand, damit ich erstmal das hier kopieren. Bop, ist kopiert. Ade. Was? Achso, ja genau. So, jetzt kann das Ding weg. Denn dort ist es sowieso falsch. Und wir bauen uns hier mal ein bisschen hoch. So. Linksklick muss ich machen, ne? Ach, verdammt. Okay, also das Linksklick ersetzen. Ja, okay. Gut, das heißt, Rechtsklick ist platzieren. Gut zu wissen. Wir schaffen das! Yay! Fick die Henne. Wo ist meine Axt? Die Axt im Walde. Von draußen im Walde komme ich her. Ich wollte nur sagen, fick dich sehr. Danke. Okay, komm ich mal rein. So. Ah, viel gut. Ich schaff das. Verdammt. Dann haben wir die Querbalken schon mal drauf. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Erstmal das Dach lang ziehen. Da können wir zum Beispiel. Ich überlege gerade, eigentlich ist das dumm. Das hier sollen halt die Träger sein, auf denen dann später das Dach aufliegt. Ich würde gerne unter diesen Trägern gerne noch. Also quere Querträger. Das heißt, ach, leck mich. Ach, immer dieses Hoch- und Tiefbausystem hier, ey. Habe ich keine Erde dabei? Verfluchte Scheiße. Ich kotze im Strahl. Ah, es wird ein Spaß. Gut. Ja, whatever. Leck's mal an die Brötchen.
So, jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken hier. Also erstmal, hier fehlt einer. So, jetzt brauche ich erstmal einen in die Richtung. So. Oh, ist weg. So. Lasse ich die auch jetzt überall hängen? Ich sag mal ja. Ganz schön hoch hier. So, und auf den kommen jetzt die anderen Querbalken, die quer zu denen sind. Hate my life. Hate my life. Jetzt geht er ruf, du Analphabet. Und jetzt brauche ich das hier. So, du daran. Und das ein bisschen hoch? Nö, geht. So, und auf den liegt dann natürlich dieses Schrägdach auf. So meine Idee. Okay, das heißt, jetzt kommt bis zu den Dingern hier, kommen dann die Fenster. Ich mach mal die oberste Reihe, mache ich mal komplett zu. Aber sie müssen sowieso achten mit der Tür. Ich mache hier mal so. Und hier würde ich jetzt gerne das so zumachen, aber nur die erste Reihe. Hier kann man ein großes Fenster reinmachen. Dann mache ich mal hier auch zu. So, haben wir einen schönen Ausblick aufs See, Meer, whatever. Hier weiß ich gar nicht. Nee, hier sollte schon weitestgehend zu sein. Das heißt, da ist. Hier ist ein kleines Fenster und dann ist hier zu. Bam. Ja, so ist gut. Und hier auf der Seite kann man dann gucken. Da kann man auch ein bisschen größer. Wobei, nee, ist auch blöd. Mache ich lieber auch ein kleines Fenster. Damit man auch einen dunklen Bereich hat, wo man auch actually mal ein bisschen was machen kann. Also schlafen zum Beispiel. Bin ich verwirrt. Warte mal kurz. Hier ist jetzt eben nur 3 hoch. Ach ja, klar, weil leitet da oben auch dort das Ding drin ist. Das Ding ist ja eins höher. Das heißt, hier muss noch eine Reihe rein. Danke dafür. So, und hier kommt dann wieder in der Mitte. So, dann kann man da Glas reinmachen und da hat man 2 größere Fenster. Wobei, nö, lieber auch so kleinere Fenster. So, aber hier hat man halt ein großes Fenster, dass man auch nach draußen gucken kann und keine Ahnung, Sachen machen kann. Höh.
So, habe ich eine Schuppe dabei? Sehr gut. Ja, super. Natürlich kann ich den Sandstein auch super schnell abbauen. So, jetzt ist nun die Frage, das Dach A, aus welchem Material machen wir es? Und B. So. Die Frage ist, ich wollte hier so einen kleinen Garten machen. Nur hier mit dem ganzen Sand. Würde das denn überhaupt gut aussehen? Vor allem hier, die haben wir jetzt hier natürlich die Kurve wirklich direkt vor der Tür. Ist natürlich auch schon sehr fragwürdige Sachen. Ich würde gerne. Warte mal kurz. Erstmal mache ich ein bisschen was rein. Das ist ja hier wieder super unübersichtlich. So. Du noch da. Und dann bam, 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 bam. Bam, bam, bam. So. Die Dinger würde ich gerne hier so hinpappen. Sind die immer so komisch farbig oder was? Wenn ich jetzt abbaue. Okay, doch, wird immer. Hä? Wait. Man kommt ja immer mehrere zurück. Ich dachte immer, man kommt dann mehrere zurück, wenn die Früchte tragen. Die kann man die ja super leicht duplizieren. Hä? What the fuck? Warum ist mir das noch nicht aufgefallen? Kann ich ja direkt mehrere machen. Lol. So. Wo ist meine Schippe? Alter, ich schon wieder alles voll. Mann, das Inventar. Ich hasse das Inventar. Das habe ich schon von allen zwei. Läuft ja. Lol. Cool. Okay, dann gehen wir ganz normal nach Home. Und gucken mal, was wir wie viele haben. So, von dem Rosa haben wir nämlich hier. So. Warte mal kurz. Ich versuch mal. Erstmal hier. Wir haben beide so gar keine von diesen Weißen, ne? Hat der nicht auch einen Weißen mitgenommen? Ach nee, aber gar nicht. Wir hatten einen Weißen gesehen, das war da hinten. Warte mal kurz. Den muss ich mal kurz mitnehmen. Den muss ich ja mal mitnehmen. Wo war der? Hier. Geil. Erstmal alles kaputt gemacht hier. Und haben direkt zwei bekommen. Lol. So. Bam. Bam. Nani? Warum gibt es wieder nur zwei? Ich bin verwirrt. Ah, jetzt haben wir drei bekommen. Okay, also doch wesentlich kleiner die Wahrscheinlichkeit, dass man mehrere bekommt, als ich dachte.
Oh, jetzt habe ich gleich 6 bekommen. So, den einen lasse ich da mal stehen. So. Oh, achso, unser Homeput ist direkt in der Wand. Sehr geil. Jetzt muss ich doch mal gucken. Ich hätte gerne von jedem 12. Warum? Das ist ganz einfach. Wenn ich 12 habe, kann ich erstmal 10 von ihm wegpacken. Das ist schon mal eine gute Sache. Und dann kann ich 2 hier lassen, um diese anzubauen. Was auch eine gute Sache ist. So die Theorie. Wobei, was gerade wichtiger ist. Bäume sind fertig. Yay! Holz. So. So, haben wir das auch. Weg damit. Weg damit. Du dahin. Weg damit. So, jetzt hier. Weiter Text. So, von dem haben wir schon mal 12. Sehr geil. Von dem jetzt sogar 14. Wow. So, wollen wir bloß noch den hier vervielfältigen und den rosa nennen. Dann haben wir es ja. Sehr schnieke. Cool. So. Das heißt, ich habe Hunger. Ich hasse es, nicht sprinten zu können. Warum ist hier kein Baum? So. Ich hätte gerne hier ein. Die Frage ist, können die hier drüber überhaupt wachsen oder brauchen sie Erde? Die brauchen doch bestimmt Erde. Egal, ich probier's einfach mal mit Gemütlichkeit. Achso, warte mal ganz kurz. Warte kurz. Ach, scheiße, jemand an. Jetzt mal alle ruhig hier. Als hältst du dir im Kopf mir aus. So. Zuallererst kommen die Schwarzen. Dann kommen die Blauen. Dann die Roten. Dann die Rosanen. Und die Weißen.
So macht es farblich am meisten Sinn. Okay. Und die restlichen können mich wieder nach Hause. So, können wir hier schwarz, blau, rot, rosa, weiß. Perfekt. Gut. Ach, ich muss mal. So. Hier würde ich ja gerne später noch einen Zaun drum machen, also sowohl hier vorne als auch da hinten, vielleicht auch in die Richtung, sodass dann nur hier vorne offen ist. Mal gucken. So. Sollte ich dich mal Glas holen? Waren wir irgendwie so? Gut, andererseits, ich meine, wir haben Ofen, wir haben Sand, da haben wir eigentlich alles verbrochen. So, 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir 12 und dann, wie viel haben wir hier? 3 mal 5, also 15. So, also brauchen wir 27 mal Glas. Was mache ich denn hier gerade? So, actually können wir den Ofen sogar schon fest installieren. Und zwar hier. So. Oder noch besser. Gut, wie das mit dem Fenster kommt, muss ich mal gucken. Aber ich würde gerne hier wieder so ein Schrägding machen, wo dann hier oben so der Schornstein rausgeht. So wie bei meinem Haus. Ja, das klingt geil. Wobei so ein Dreierofen für so ein kleines Haus. Ah, kann man machen. Muss man aber nicht. So, jetzt. 27. Bam. Rinder. Und Blätter. Blätter. Let's go. Viel Spaß dabei. Okay. Oh, die ist überhaupt gewachsen. So. Das Dach wird natürlich jetzt schwierig. Da wäre natürlich so rötliches Holz oder ich weiß nicht, ob ich das wieder mit den Steinen machen möchte. Steine bräuchte ja auch erstmal. Brauchen wir erstmal ein paar Bricks. Und dann brauchen wir Ton. Und dann brauchen wir das. Und dann müssen wir fertigen. Das wird schwierig. Aber hier in der Nähe? Nee, ne? Doch, da haben wir überall welches. Sehr geil. Dann würde ich mal sagen. Sehr geil. Wobei ich nicht weiß, ob das hier so schön, so nah am Strand eine gute Idee war. Hier den Strand zu verschandeln. Machen wir hier lieber. Mal lieber, ob hier hinten in Erinnerung viel Leben drin ist. Wahrscheinlich eher weniger. Aber gut, dann halt da hinten. Die Frage ist ja sowieso, wie viel Leben brauchen wir überhaupt? Ich meine, es ist ja jetzt kein so großes Dach.
Sollte erstmal reichen. So, nun können wir immer noch Leben farmen. So, unser Dach hat eine Abmessung von 9x9. Also 11x11. Richtig? Ja. Es müssen also genau 121 Blöcke werden. Wobei, nee, wir wollen nur die Hälfte, weil wir machen nur ein halb hohes Dach. Also das andere wäre mir auch ein bisschen zu hoch. So, das heißt, wir brauchen mehr Blätter. Danke, danke. Oder schmeißen wir mal die Öfen an. So, jetzt mal gucken. Das kriegen wir aus dem. Und die brauchen wir das Zeug für. Okay, okay, das klingt ja machbar. So, Rinder mit dir und Rinder. Rinder mit dir und Rinder. Raus. Rinder mit dir und Rinder. Let's go. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Glas. Ja, kann man machen. Ist jetzt nicht das schönste Haus, aber läuft. So, perfekt. So. Dann würde ich mal gucken, die Gartenmöbel würde ich gerne hier so hinstellen, dass sie so hier draußen sind. Das heißt, der Sieb kommt ein bisschen abseits, so nach da. Die Säge kommt da so hin und das Ding kommt nach da. So, genau. Sehr schön. So. Kann ich gleich mal gucken. Achso, jetzt müssen wir immer außen rumrennen. Was soll ich gerade? Achso, Cleanstone. Wobei Cleanstone ist gar nicht mal so gut für das, was ich jetzt vorhabe, den Schornstein. Da wäre Cobblestone tatsächlich besser geeignet, habe ich aber nicht dabei. Habe ich das in irgendeiner von meinen Taschen? Vielleicht? Nein? 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 Oh mein Gott. Was ist geschehen? Ja gut. Das finde ich traurig. So. Na gut, das lassen wir die erstmal hier brutzeln und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.